Die Nachrichten. Prominence for Charity. Nutzt eure Prominenz für den guten Zweck, dachten sich über 50 Promis, ließen sich für UNICEF ablichten und jetzt die großformatigen Porträts bei eBay versteigern. Der Reinerlös kommt AIDS-Waisen in Malawi und vietnamesischen Dorfkindern zugute. Ich versuche das zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass das passt zu mir. Vor gekränkter Eitelkeit muss sie keine Angst haben. Die Gebote für ihr Porträt liegen derzeit bei 800 Euro. Auktionsende ist der 19. Juni. Ob getigert, dekoltiert oder einfach nur ausgeflippt. Bei der Wohltätigkeitsparty Prominence for Charity war für jeden Modegeschmack was dabei. Doch was ist das richtige Outfit für einen solchen Anlass? Auf solchen Events braucht es natürlich immer sehr spezielle Leute, weil immer nur Anzug und Krawatte, so wie ich heute auch, ist ein bisschen langweilig. Und da ist es dann gut, wenn so Leute wie Olivia Jones, die tolle Drag Queen oder eben auch Knorkator da sind, die das Ganze ein bisschen aufmischen. Na bitte, erlaubt ist halt, was gefällt. Besonders, wenn es für den guten Zweck ist. Ja, es war eine rauschende, ja, man könnte sagen glamouröse Nacht gestern in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern. Für UNICEF kamen alle zur Prominence for Charity Vernissage. Zuvor hatten sich über 50 bundesweit bekannte Menschen für Kinder in Vietnam und Malawi künstlerisch wertvoll ablichten lassen. Und die dabei entstandenen Fotos werden seit heute Nacht bei eBay meistbietend versteigert. Zit war in den Ministergärten und stellt die Fotokunst jetzt vor. So sehr sich die Fotografen auch anstrengten, so viele Bilder, wie für die Shootings der 54 Prominenten verschossen wurden, konnten sie gestern nicht schaffen. Es waren 25.000 Stück. Unter den bekannten Modellen unsere ZIP-Moderatorinnen Angela Fritsch und Madeleine Wehle. Um Mia-Sängerin Nietzsche drängelte sich die Presse sogar so, dass Axel Schulz zu Boden ging, zumindest sein Foto. Doch das machte dem Ex-Boxer nichts, er war ja für einen guten Zweck da. Das ist was Bleibendes und deswegen finde ich das eine tolle Sache und ich bin fest davon überzeugt, also hoffe ich zumindest, aber denke ich mal, dass die Organisatoren, also die Veranstalter, dass die wirklich die Gelder 100% weiterreichen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und tatsächlich, kein Cent wurde verschenkt, damit der Reinerlös für UNICEF auch richtig in die Höhe steigen kann. Gegen liebevoll gestaltete Danke-Dollars wurden hochprozentige Cocktails serviert. Seit einem Jahr haben immer wieder Schauspieler wie Jürgen Vogel und Gudrun Landgräbe Modell gestanden. Dabei entstanden genauso skurrile Momentaufnahmen wie ästhetisch schlichte Porträts. Und jeder erlebte bei dem Shooting seine eigene kleine Geschichte. Ich wurde wie immer geschminkt und frisiert. Dann habe ich selber nochmal nachgeschminkt und nochmal nachfrisiert. Und dann haben wir auch schon angefangen. Dann habe ich mich auf den Hocker gesetzt und dann hat irgendjemand gesagt, so jetzt machen wir irgendwas. Und dann macht man halt irgendwas und wenn man Glück hat, kommt was bei rum. Und die ganze Aktion, muss man sich vorstellen, hat 6 Stunden gedauert beim Fotografen im Studio. Naja, und das war dann... Da war ich glaube, das war schon nach der 5. Stunde. Da hat es mich dann irgendwie so genervt, dass ich dann, also eigentlich ein Pausenbild mich kurz mal und dann auch ein bisschen geschrien habe. Und da haben sie dann aufs Knöpfchen gedrückt und so ist das Foto entstanden. Das war zum Beispiel wirklich mehr oder weniger ein Schnappschuss, wo ich gesagt habe, ach, jetzt sind wir eigentlich fertig, jetzt muss ich mal meine Haare nochmal, weil wir hatten eine Hochfrisur davor, mal waschen und so. Und dann lief mir, wie gesagt, diese Schminke runter. Und dachte, oh, warte mal. Das fangen wir noch ein. Und dadurch ist das Foto überhaupt erst entstanden. Hat viel Spaß gemacht. Und damit niemand eine unliebsame Überraschung erlebt, durften die Prominenten gemeinsam mit den Fotografen aussuchen. So setzte dann auch jeder gerne seine Unterschrift auf die Leinwand. Und mit einem kleinen Strich erhöhten sie damit den Wert enorm. Das neue Venta Creative Media Cooperate war jedenfalls bisher ein voller Erfolg. Trotz erstem Mal. Naja, das fing so ganz langsam an, dass wir so einige Kontakte hatten von einigen Prominenten und die haben dann wiederum durch Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich immer uns weiter empfohlen sozusagen, weil auch das Fotoshooting natürlich ein Erlebnis für die war, weil es was anderes war, als was sie bis jetzt erlebt hatten. Pünktlich um 21 Uhr linste auch Axel Schulz auf die eBay-Auktionsseite, auf der die Unikarte nun ersteigert werden können. Jeder hatte schon seinen ganz persönlichen Favoriten. Olli Kalkofe. Warum? Der fetzt irgendwie. Und ich glaube, von ihm wird keiner ein Bild kaufen. Also der ist toll und der ist richtig schön böse und das finde ich sehr gut. Ich finde ihn toll und da ich aber auch weiß, dass das Bild nicht gekauft wird, kaufe ich es. Wer mitsteigern möchte, kann das bis zum 19. Juni tun. Mit ein bisschen Glück wird das gute Stück vom Fotomodell persönlich vorbeigebracht.